Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Valhalla. Wir wollen jetzt mal Tucker begleiten. Na toll. Und mal gucken, dass wir die Türme da mal in Brand gesteckt bekommen. Na. Na also geht noch. So, wo ist sie? Ach da. Vorsicht! Da fehlt, verdammt! Wo schießen die denn hin? Ey! Was soll das? So, ach, da hinten ist der nächste Turm. Das wäre ein Turm. So. Das Tor ist offen! Los! Dominiere Bischof Gozzelin. Gozzelin, der Bischof von Paris, versammelt die Verteidiger der Isle de la Cité für einen entscheidenden Gegenangriff. Ihn zu töten wird den Kampfeswillen der Verteidiger brechen. Suche nach einer Gelegenheit. Okay, gut. So. Hauptmann, Obacht, Hauptmann, mein Hauptmann, wir haben einen Verbündeten der Nordmänner gefangen und gehören ihn im Glockenturm der nahegelegenen Kirche. Dieser Verräter brach auf unbekannte Weise in die verschlossene Kirche ein. Glücklicherweise haben wir den Dieb erwischt, bevor er sich weiter hineinschleichen konnte. Wachtmeister Umbert. Okay, es gibt also irgendeinen, wie es aussieht, einen Weg in die Kirche hinein. Okay, gut. Okay, das ist irgendwie da oben. So. Okay, wie komme ich das mal hoch? Hast du müde? Okay, gut. Ach ja. Du da, hilf mir! Ja, du Barbarenmonster! Bitte hilf mir! Du Barbarenmonster, was ist denn für ein Spacken? Ich erinnere mich, du bist der stumme Narr aus der Schenke.
Mein ewiger Dank ist dir sicher. Ich schätze, du suchst den Kriegerpriester Gozelin. Bitte, nimm den Kirchenschlüssel. Mir hat er nichts als Ärger gebracht. Danke. Du hast deine Sprache also wiedergefunden, was? Okay. Nur wo ist jetzt die Tür? Ah, alles klar. Ruhig, mein Sohn. Du hast nichts gesehen. Du hast nur Angst, mehr nicht. Fürchtet euch nicht, Brüder. Hinter diesen Steinmauern im Haus Gottes sind wir sicher. Wenn dieses Kreuz auf jemanden fallen würde, wäre das tödlich. Die Nordleute sind durch das Stadttor gebrochen. Nur um in unsere Falle zu tappen. Und jetzt bereiten sich unsere Krieger auf meinen verheerenden Gegenangriff vor. Wir werden sie zwischen den Türmen und Mauern zermalmen. Wir werden sie erschlagen und ihre Dörfer niederbrennen. Yes, much. Mein Gott, ist das Dunkelheit oder das Licht? Geh zu deinem festgenagelten Gott, dem du im Leben gedient hast. Mama, ich hab Angst. Räum die Halle. Ruhig, mein Kind. Shh. Komm, Eva. Der Kampf tobt noch in den Straßen. Wir brauchen deine Stärke. Alter, der wird doch jetzt erstmal die Kinder da töten. Blutroter Wein für dein Trinkhorn, mein Bruder. Wird das enden, Toka? Sollen alle sterben? Es ist wie befürchtet. Der Blutdurst hat ihn übermannt. Er schlachtet die ganze Stadt ab. Wenn ich Graf Odo finden und zur Aufgabe bringen kann, hört dieser Wahnsinn vielleicht auf. Siegfrieds Krieger haben die Tore zu Odos Palast umstellt. Gozelin ist tot und die Straßen gehören uns. Wir verlegen die Katapulte, um die Palasttore zu durchbrechen. Es muss einen anderen Weg über, unter oder um diese Mauern herum geben. Nolwenn sprach einst von einem Tunnel im Südwesten. So oder so. Ich finde schon hinein. Stelle Graf Odo. Die Belagerung ist zu einem Gemetzel ausgeartet. Nur ein Befehl von Graf Odo kann den Kampf und weiteres Blutvergießen beenden. Finde Nolwenn, die Schmugglerin, die einen Weg in den Palast kennt. Oder suche selbst nach einer anderen Möglichkeit. Alter, hat er selbst da die Kinder umgebracht. Also tut mir leid, da habe ich jetzt gar kein Verständnis mehr für den Typen. Da habe ich jetzt überhaupt kein Verständnis mehr für. Da habe ich jetzt nun kein Verständnis mehr für. Tut mir leid. Wo ist der drüben? So, ich will mir jetzt auch noch mal den einen Schlüsselheini da angucken. Ja.
So, warte mal. Irgendwo war doch hier irgendeiner mit... Ah, der hat den Schlüssel. Der Schlüssel der Wache. Er wird irgendwas in der Nähe öffnen. So, dann werden wir mal gucken. Hier vielleicht... Hier nicht, aber vielleicht hier hoch. Alles klar. So komme ich über die Palastmauern. Sehr gut. Wie jetzt muss ich in Odos Palast schleichen. Finde Graf Odo und stelle ihn zur Rede. So, aber also das hier über die ganzen Typen aufnehmen, da habe ich nun gar keinen Bock drauf. Das wäre glaube ich ein bisschen zu viele. So, aber Mann. Ja, jetzt natürlich die große Frage. Wo ist der Typ, der Graf Odo jetzt? Ja, nee. Ich mach das anders. Da hinten ist... Da geht hier so ein Seil hier über den... hier rüber zum Turm dahin. So. Jetzt natürlich die große Frage. Warte mal. Da unten liegt irgend so ein Zettel, so ein Brief. Hier unten ist da auch irgendetwas so unterirdisch. Den Brief dahin würde ich mir mal angucken. Ich verstehe eins nicht, oder? Hauptmann, eine Verrückte spukt in den Tunnel unter dem Palais und stört unsere Patrouillen. Wir glauben, sie versteckt dort unten etwas. Diese Frau ist eine der Palastmägde. Wirst du jemanden schicken, um mehr über sie herauszufinden? Die Magd kann in den östlichen Gärten gefunden werden, wenn sie Pause macht, Ebert. Folge den Hinweisen, indem du die Lebensziele auf den Kompass ansteuerst.
Okay. Warte mal. Dickes Gestrüpp. So, einer weniger. Kannst du ausgerechnet an diesen Tag an die Fleischeslust denken? Vielleicht sterben wir heute. Soll ich in meinen letzten Minuten den Boden putzen? Überleben. Oh Gott, erbarme sich deiner Seele, Albreda! So durch die Hintertür zu schleichen. Wer bist du und was machst du hier? Wenn ich dieser liebestollen Magd folge, komme ich sicher in den Palast. Lass es. Mein Liebster kommt gleich und sperrt dich weg. Oh, nun. Diese Tunnel dürften direkt unter den Palast führen. Also, wenn du liebes toll bist, ich hätte Zeit, also. Okay, haben wir alles. Gut. Der Kerkermeister hat nach dieser Nachricht wohl den Schlüssel mitgenommen. Befehl den Kerkermeister, guter Herr Odo befiehlt dir, nach oben zu gehen und die Fenster zu vernageln. Ich habe die unterirdischen Tunnel zum anderen Hügel bereits verschlossen. Bewache diesen Schlüssel gut und möge Gott uns alle retten, Henriette. Gut. Nee. Oh, kann ich denn jetzt endlich mal plündern, Herr Gott? Finde den Schlüssel. Na, dann wollen wir mal. Jetzt, da ich im Palast bin, brauche ich jemanden, der mich zu Udo führt. Warte mal. Der hat ein... So, warte mal. Ja, eigentlich könnte ich doch jetzt... Dieser Schlüssel sieht aus, als wäre er für etwas sehr Wichtiges. So. Und die da draußen und die auch hier drin haben im Grunde genommen nichts mitbekommen. Sehr gut. Okay,
Ich habe den Schlüssel in unterirdischen Zellen erhalten. Ja gut, jetzt gehen wir mal hier unten gucken. Hier war ja die eine Tür, die ich nicht aufgekriegt habe. Okay. Unterirdischen Zellen führen tiefer in den Palast hinein. Kann ich irgendwas für euch tun? Nö, kann ich nicht. Gut, dann eben nicht. Habt ihr Pech gehabt. So, aber jetzt die große Frage. Wo komme ich denn jetzt hier nun mal hin? Deiner nicht widmet. Ich werde es nie verstehen. Die Mutter seiner Kinder, unglaublich. So ein Starrkopf, dieser Odo. Und dieser erbärmliche Walter von Zenz, zu betrunken, um die letzte Ölung zu geben. Es ist ein Hohn. Die machen hier lustig Essen, während da draußen gekämpft wird. Na, okay, gut. Ein feines Mal, Bedienstete. Dunkle Tage liegen vor uns, aber mit Gottes Hilfe werden wir sie überstehen. Lasst uns alle unseren Teil in der kommenden Schlacht tun und wenn das bedeutet, das feinste Mal zu backen, das Graf Odo und Gräfin Theoderat hier gekostet haben, dann ist es das, was wir tun werden. Lasst uns mit guter Arbeit und bester Handwerkskunst unsere Wertschätzung für ihre gerechte Herrschaft und ihr gottgefälliges Leben zeigen, Henriette. Ach, gottgefälliges Leben. Verzeih, ist dieses Essen für Graf Odo? Nein, für Theoderade, seine Gattin. Sie ist dem Tode nah. Und wer bist du in dieser Aufmachung? Ein friesischer Heiler. Was fehlt dir damit denn? Sie half verwundeten Soldaten vor den Mauern und wurde von einem Pfeil in den Bauch getroffen. Überrede diesen wertlosen Priester Walter, ihr die letzte Ölung zu geben, wenn du kannst. Er ist oben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Okay, er ist oben. Na, dann wollen wir mal. Nicht das. Hier im Note. Besonderer Wein, vielleicht für ein Festmahl, könnte nützlich sein. So, warte mal, wen? Wo ist denn jetzt so ein Priester, mit dem ich zappeln kann? Ach, da oben. Als betrunkener Priester... Verzeih, Vater, wo ist Graf Odo? Oh, Odo? Sein törichter Stolz bringt uns noch alle um! Ja, aber wo ist er? Wer bist du nochmal? Ohne noch mehr Wein kann ich nichts sagen. Mein Gedächtnis ist ganz vernebelt. Hier ist dein Wein. Fällt dir jetzt wieder ein, wo Graf Odo ist? Wein? Süßer, teurer Wein. Das Wasser des Lebens. Das Blut Christi. Das feurige Phlegma der Welt. Es ist nur Rotwein, mehr nicht. Du kannst ihn haben. Oh, der Himmel hat meine Gebete erhört. Jetzt kann ich sterben. Bevor du stirbst, wo ist Graf Odo? Odo? Ich weiß es nicht. Doch sein Weib liegt verwundet in ihrem Schlafzimmer. Sie könnte es wissen.
Im Obergeschoss, entlang des Hauptganges. Hier, der Schlüssel. Die Tür ist verschlossen. Danke. Ich sollte nur durchs Schlafgemach. So. Aber das werden wir im nächsten Part machen oder zumindest probieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.